ist Ronja und wir sind heute in einer neuen Folge Adopt Me. Und zwar haben wir anhand der Weihnachtszeit zusammen Daisy. Die ist mit am Start. Ronja, wann machen wir unseren ersten Song? Oh mein Gott, bald. Ich würde sagen, heute haben wir eine besonders schöne Mission und zwar unser Haus weihnachtlich dekorieren anhand der bald kommenden Weihnachtszeit. Es ist sogar schon außen rot, also würde ich sagen, passt das wunderbar. Und dann können wir ein bisschen Deko machen. Ich dekoriere mein Haus. Willst du mir sagen, du hast ein größeres Haus? Ich habe genau so ein kleines Haus. Ja, siehst du? Ey, nicht mit deinem Wildschwein hier. Das macht doch alles dreckig. Genau, ich dekoriere mein Haus weihnachtlich. Die Izzy dekoriert ihr Haus. Was? Ich auch? Oh, okay, willst du nicht gehen? Ich glaube, wir kann nicht gleichzeitig ein Haus bearbeiten sonst. Wir haben nämlich ein Zeitlimit, ja, damit das Ganze auch ein bisschen spannender ist. Damit wir nicht hier 5 Stunden lang dekorieren, weil ich habe das Gefühl, wenn man einmal anfängt, ist es schwer wieder aufzuhören. Aber, um dem Ganzen ne, ein bisschen eine kleine Herausforderung zu geben, haben wir nur 10 Minuten und müssen unser Haus in der Zeit dekorieren. 10 Minuten? 10 Minuten. Was? Ich finde ja noch nicht mal mein Haus in der Zeit. Ja, ich deswegen, ja, da sage ich ja, sag Bescheid, wenn du da bist, damit wir losgehen. Okay. Ich bin ja fair. Ich bin da, ich bin da, bist du da? Bist du da? Ja, okay. Let's go. Okay, dann Timer geht los in 3, 2, 1 und go. Okay. Jetzt, upsie Daisy. Haus. Erstmal Wände. Ja, das sieht gut aus. Das sieht weihnachtlicher. Das ist vielleicht ein bisschen zu weihnachtlich. Nee. Das ist schöner. Man kann ja verschiedene machen. Vielleicht mache ich das Bad so. Gott, ist das schwierig. Ich sag dir noch nicht, was ich mache, damit du überrascht bist, ja? Wenn du gleich in mein Haus kommst. Ich lass mich einfach von dich überraschen. Ich lass mich von dich überraschen. Okay, dann machen wir das Bad so. Zack. Ein bisschen Abwechslung. Das sieht schon mal sehr viel weihnachtlicher aus als davor. Ich glaube, das sieht sehr schön aus so. Ja, sehr winterlich. Sehr, sehr schönes Ambiente. Dann geht's jetzt los mit Sachen. Der größte Spaß an allem. Das ist gut. Lebkuchensofa, das brauche ich. Brauche ich Lebkuchensofa? Ja. Ernsthaft, gibt es sowas wirklich? Es gibt ein Lebkuchensofa und ich habe es gekauft. Das klingt eigentlich ziemlich nice. Also das kommt ich finde was Schöneres. Okay, wir haben schon 3 Minuten ver... Nein, du verärgerst mich. Das geht richtig schnell um die Zeit. Ich habe gerade ein Zimmer. Du hast ein Zimmer? Oh nein. Ja, mein Wohnzimmer sieht auch noch ein bisschen leer aus. Es gibt bestimmt einen Kamin oder sowas. Ich suche mal danach. Hier ist meine Haustier-Essensschüssel. Hier ist meine Haustier-Wasserschüssel. Man muss ja auch Funktionalitäten. Man muss ja bedenken, was braucht man. Und meine Haustiere, die brauchen auf jeden Fall Essen. So, die ist grün. Die ist auch grün. Zack, damit es ein bisschen besser passt. Sieht schon sehr weihnachtlich aus. Gibt es einen... Ich hätte einen Weihnachtsbaum gerne. Das wäre so cool. Meinst du, es gibt sowas? Palme. Baumhaus. Feebaum. Das Ding ist, das Weihnachtsupdate kommt halt leider erst noch. Von daher muss man schon mal ein bisschen gucken, weißt du, dass man mit den Sachen arbeitet, die es gibt. Oh nein, wir können das Ganze nochmal machen als Revanche, wenn es das Weihnachtsupdate dann gibt. Ja, zum Upgraden von unseren Wohnungen. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Zack. Sehr hübsch, sehr schön. Oh nee, warte. Was ist weihnachtliches Licht? Eine Lebkuchenlampe. Ah. Will ja nicht angeben oder so, aber ich habe halt eine. Ne? Ja, genau. Ich will ja nicht angeben. Ist klar. Oh mein Gott, ich bin so gut dabei, glaube ich. Ich glaube, oh mein Gott, wir haben nur noch 2 Minuten. Wirklich nur noch 2 Minuten? Ich habe gar nichts. Knapp. Oh, ich hätte gerne noch irgendwas zum Draufstellen. Irgendwas, was hübsch ist. Verzierung. Schnell, ich habe nur noch 1 Minute. Wahrscheinlich nicht mal mehr exakt. Ganz schnell. Was gibt es für 6 Dollar, was ein Upgrade wäre? Ich weiß es nicht, Ronja. Ich sage, das ist es. Ja. Okay, das wird auch rot. Okay, zack. Okay, machst du alles rot? Hast du die Wände schon gemacht? Ich habe die Wände schon gemacht. Die Wände und den Boden waren das erste, aber ich glaube, das macht den größten Unterschied. Okay, Zeit ist um. Zeit ist um? Nein! Zeit ist um. Bin ich perfekt zufrieden? Nein, aber es ist jetzt nicht so schlecht. Okay. Es ist okay. Für 10 Minuten ist es absolut machbar, würde ich sagen. Okay, wollen wir mit deinem oder mit meinem Haus anfangen? Lass mit meinem Haus anfangen. Okay, dann komme ich zu dir. Oder lass mit deinem anfangen, okay? Nee, ich komme zu dir. Okay, du kommst zu mir. Die Schneeflockentapete. Oh, ein Teppich. Ich habe nicht an Teppich gedacht. Ein Teppich ist so eine gute Idee. Ich bin aber nicht fertig, Mann. Oh, du hast sogar Tannenbäume.
Yeah. Okay, führ mich mal rum, führ mich mal rum. Okay, alles klar. Also, willkommen in meinem kleinen Weihnachtshaus, okay? Hi. Die Tapete, darum bin ich sehr stolz, das ist eine Schneeflockentapete. Boden habe ich rot gemacht, einen roten Teppich haben wir hier. Das super hier süß. Ist der Kühlschrank, okay? Eine richtige Küche habe ich nicht geschafft. Hier sind die Tische, da kannst du dich hinsetzen und kannst am Tisch deinen Weihnachtsbaum essen. Dann haben wir hier zwei Weihnachtsbäumchen. Ich hatte keinen richtigen Tannenbaum, aber das fand ich süß. Hier habe ich die Wolken hingemacht, weil die waren sehr winterlich für mich. So ein süßes kleines Winterzimmer, Kinderzimmer meine ich. Das ist total niedlich. Und das ultimative hier, meine Weihnachtsdusche. Weihnachtsdusche. Yeah! Oh mein Gott. Okay. Die ist ja total süß. Okay, dann würde ich sagen, komm mit in mein Domizil. Okay, wie du siehst, von außen. Oh, dein Haus ist sogar rot. Ist mein Haus schon sehr rot, um in die weihnachtliche Stimmung zu kommen. Ja. So. Oh, es wird dunkel. Oh, das ist gut fürs Ambiente. Komm nicht in dein Haus rein, Ronja. Kommst du nicht? Nö. Okay. Ach, weil ich das Mädchen auf mir hab, das nicht rein darf. Okay, geh runter von mir. Du bist eigentlich Familienmitglied, du könntest eigentlich rein. Ich könnte, aber auf mir sitzt irgend so ein Mädchen. Oh, okay. Willkommen in meinem kleinen Weihnachtsdomizil. Oh mein Gott. Ich habe hier die Tapeten. Geschenke! In Geschenk. Ich habe natürlich auch die Schneeflocken, weil die fand ich auch total süß, aber die habe ich ins Bad gemacht, weil das ein bisschen bläulicher ist bei mir. Da habe ich nur die Dusche rot gefärbt, damit sie ein bisschen weihnachtlich aussieht. Aber wir fangen mal an im Wohnzimmer. Und auch zwar habe ich hier einen kleinen, sollte ein Beistelltisch sein, ist aber eigentlich ein Hocker. Deswegen konnte ich die Blumen da auch nicht draufstellen. Das bitte ich dich zu übersehen. Ja, ansonsten habe ich hier die Futterschüsseln für meinen Hund. Hast also du gefärbt? Futtern und Trinken habe ich gefärbt. Dann habe ich hier einen kleinen Extratisch mit einem Buch, noch mehr Blumen. Alles so ein bisschen rot-grün, damit das in die Weihnachtsstimmung passt. Dann ist hier eine kleine Lampe, die kann ich ein- und ausschalten. Für ein bisschen Gemütlichkeit. Hier kannst du dich. Ich habe leider keine Küche oder keinen Esstisch. Schon. Ja. Und das hier ist mein Kinderzimmer. Hier einfach relativ, Bett, anderes Bett und. Hast du alles gefärbt, ne? Oh, mega schön. Genau. Dieses, ja, richtig cool. Aber das war es mit meinem bescheidenen Häuschen. Warte, ich war noch nicht richtig im Bad. Okay. Du warst noch nicht richtig im Bad? Hast du nur die Dusche, ne? Mhm. Kannst du das Klo nicht färben? Nee, ich hab's versucht. Okay, leider nicht. Wie findest du es? Ich find's mega süß. Aber ich frage mich, was die Leute besser finden. Ja, ist echt so. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr easy geben würdet und wie viele mir und welches Haus euch besser gefallen hat. Von 0 bis 10 Von 0 bis 10, genau. 0 ist ganz mies und 10 ist das schönste Haus, was ich jemals gesehen habe. Genau, und dann war's es auch mit dieser Folge schon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Da gibt's auch coole Videos. Kanal ist in der Infobox verlinkt. Stinkt alles voll. Nein. Jetzt frisst das auch noch mal das Essen von meinem voll Hund. Kacken. Ich glaub's ja nicht. Raus mit deinem Wildschwein. Macht's gut, Leute. Tschüss.